Dir ist schon bewusst, dass du etwas Besonderes bist, nicht wahr? Oh ja, das weißt du. Und wenn nicht, ist das eine Schande. Sieh nur, wie du durch die Gegend läufst und dich um alle kümmerst. Wie du dich um mich kümmerst. Ich hoffe, die sind dir auch alle dankbar. Zeig mal eine Person, die nicht dankbar ist und ich werde ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Nein, aber wirklich, Erdnüsschen. Du musst stolz sein auf dich und alles, was du hier tust. Du bist mordsgut. Himmel, ist das witzig. Hahaha. Oh, wer bist du? Was habe ich? Oh, tut mir leid, ich war abgelenkt. Ich bin in Ordnung, mir geht es gut. Ja, ja, ich bin mir sicher. Geh ruhig deinem Tagewerk nach. Okay. Wie mache ich das denn? Sieh dich um. Hier sollten sie welche haben. Nimm die schönste Pralinen-Schachtel, die du finden kannst. Nicht das Billigzeug. Okay. Ich habe vor kurzem eine frische Lieferung hereinbekommen. Es geht wieder aufwärts für den alten Theodore. Nur zu. Sieh dich um. Ja, ich vermute hier wieder teures Zeug. Oha. Ja. Dann machen wir das mal. 30.000? Krass. Jawohl, ich glaube ja auch hier. Ey, ich hätte gern Eisen, ja. Haha, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist fantastisch, Bambina. Wusstest du das? Wundervoll, außergewöhnlich, bewundernswert. Wir haben dich nicht verdient. Nein, niemand hat dich verdient. Okay. Leute, packen wir ein. Wir verdienen Stella nicht im geringsten. Du wunderbares kleines Erdnüsschen. Gut, kannst du sie mir jetzt bitte geben? Ach, wie nett bin ich doch. Ausnahmsweise. Wo ist denn das Zeug? Danke. Haha. Ja, sie wird begeistert sein. Ich werde sie aufbewahren. Lass uns zum Schiff zurückkehren, Bambina. Alles andere als toll. Ein Hoch auf die Gewerkschaften. Nimm das, du Kapitalistenschwein. Ja. Gibt's hier irgendwas? Ah, ich erinnere mich. Das war ja auch eine Fähigkeit, die ich wahrscheinlich noch nicht kann. Vielleicht gibt es ja hier was. Tatsächlich nicht. Ich liebe es zu arbeiten. Ja, da bist du aber alleine hier. Na, ist er immer noch da drin? Tatsache. Kannst du vielleicht jemanden bitten, die Tür aufzuschließen? Ich muss wirklich mal pinkeln. Ja. Kannst du das vielleicht machen? Ich sammle Erz. Das ist mir bewusst. Mhm.
Wieder mal nur Kohle. Eisen wäre jetzt toll. Na gut, dann glaube ich, war es das für heute hier. Ich habe nachgedacht. Und weißt du was? Eine Pralinschachtel allein ist bei weitem nicht genug für eine Dame dieser Klasse. Aber ich weiß genau, was dieses Geschenk vervollständigen würde. Ein schöner Blumenstrauß. Frische, leuchtende Rosen. Und ich weiß zufällig, wo wir welche pflücken können. Im Ambertown Park. Keine Sorge, ich werde dir alles zeigen, wenn wir dort sind. Großartige Idee. Auf jeden Fall eine großartige Idee. Und auch diesmal wieder, sag ihr nichts. Es wird eine totale Überraschung für sie. Mhm. Ups. Ist das richtig so? Was hast du denn schon wieder? Habe ich dir jemals erzählt, dass ich nach dem Krieg ein Gasthaus eröffnet habe? Ich wollte nicht im Vertrieb arbeiten. Und Astrids Mutter wollte uns helfen. Darum sagte ich mir, warum nicht? Es war ein anständiges Etablissement. Richtig nobel. Keine Spelunke, in der die Leute ihr miserables Leben vergessen wollten. Und eines Tages kommt dieser Gast herein. Zerzaust, offensichtlich verstört. Sieht ständig über die Schulter, als ob er von Höllenhunden verfolgt werden würde. Er stürzt zur Bar, schnappt mich am Kragen und ruft voller Panik. 12 Gläser von deinem besten Schnaps. Bevor ich ihm überhaupt die Rechnung bringen kann, hat er schon fast die Hälfte davon geleert. Ich frage ihn also, mein Freund, was ist los mit dir? Warum trinkst du so schnell? Er antwortet, wenn du das hättest, was ich habe, würdest du auch so schnell trinken. Überrascht und auch etwas erschrocken fragte ich also, was zur Hölle hast du denn? Er steht sofort auf und sagt, nur 50 Cent und rast zur Tür hinaus. Ach Erdnüsschen, das ist jetzt 40 Jahre her und ich muss immer noch darüber lachen. Der kann sich ja hier mit Dingsbums da zusammentun. Kalksteinbergwerke. Mit unserem lieben Haichen hier. Albert. Na, Mann, schauen. Oh, warte mal. Du darfst hier nicht sein. Dieses Bergwerk liegt schon seit 40 Jahren still. Du kannst hier nicht einfach so hineinspazieren. Dir fehlt die nötige Berechtigung. Aber deine Einstellung gefällt mir. Du hättest Potenzial im Sicherheitsgewerbe. Du brauchst nur etwas Training. Ich bin zur Schule gegangen, um diesen Job zu bekommen, weißt du? Wenn du dir dieses Training aneignen würdest, könnte ich dich als Vertretung einstellen. Das wäre wirklich möglich. Eine Pause hier und da klingt nicht schlecht. Hör zu, zieh los und trainiere für den Job. Mach Doppelsprünge, gleite durch die Luft und nutze Seilrutschen. Das musst du alles beherrschen, wenn du ins Team möchtest. Wir sehen uns, Jobanwärterin. Na super, sind wir ganz umsonst hierher gefahren. Das hat sie ja mal gebracht. Na, und ab. Ah, komm schon. Ja, nur ein Saibling. Immerhin schaffen wir es noch. Perfekt. Susans Museum entdeckt. Oh, schick.
Das ist ja mal künstlerisch. Doppelsprung kann ich, also komme ich da schon mal hoch. Ein Sprung. Oh, ein Walross. Oh, super. Einfach fantastisch. Die Seelenfährfrau ist hier. Auf diesem gottverlassenen Fels, mitten im Ozean. Sie hat den ganzen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Sie hat die kalten, steilen Klippen da unten mit der kaputten Leiter gesehen. Sie hat das alles gesehen und sich gedacht, ja, wie ein Land. Hier bin ich sicher willkommen. Nun gut, du hast mich gefunden. Es lohnt sich nicht mehr wegzulaufen. Zeit für die alte Leier. Seelenfährfrau, deren Namen ich nicht kenne und nicht wissen will, ich bin die Sammlerin oder Susan. Die Götter haben mir in all ihrer materialistischen Arroganz einen bösen Streich gespielt. Ich bin nämlich nicht aus freien Stücken die Sammlerin. Es ist vielmehr eine Pflicht. Durch deine unablässigen Plünderungen der äußerst begrenzten Wunder dieser Welt häufst du sicher Berge von Unrat an, die die größten Müllhalden der Zivilisation in den Schatten stellen. Meine Pflicht ist es, dieses skrupellose Verhalten mit noch mehr Unrat zu belohnen. Ziemlich ironisch, findest du nicht auch? Meine Vorgänger forderten den gesammelten Müll als Bezahlung, für welche Zwecke auch immer. Aber in meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon und dein Schmutz interessiert mich wahrlich nicht. Wenn die Zeit also gekommen ist, kannst du mir deine ungeheuerliche Ansammlung zeigen, dir deine bedeutungslose Belohnung nehmen und wieder verschwinden. Schleunigst und hinterlass bloß keine Abfälle. Na, du bist ja nett. Und jetzt? Das war's schon. Den fehlenden Holzdruck. Okay. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Und den darf ich da wahrscheinlich nicht mitnehmen. Gibt's noch was? Ah, Sammlung. Belohnung abholen. Okay. Aha, okay. Gut, mal sehen. Was hast du denn so? Sieht aus wie eine Art. Warum im Namen von allem, was heilig und schön ist, trägst du dieses grauenhafte Ding mit dir herum? Es tut nicht nur in den Augen weh, sondern verletzt den Inbegriff meiner Seele. Aber warte, das kommt mir bekannt vor. Oh nein, ich hätte es gleich wissen müssen. Dieser Mann hat dich geschickt, nicht wahr? Dieser hohlköpfige, materialistische, oberflächliche Schwindler von einem Intellektuellen. Er hat dich geschickt, oder nicht? Was für ein unredliches, betrügerisches Wiesel. Er ist wütend, weil er seinen hübschen kleinen Holzdruck verloren hat, oder? Nun, den wird er jetzt nie wieder zu Gesicht bekommen, das kann ich dir versprechen. Vielleicht wird er dadurch das ein oder andere über Asketismus lernen. Was diese groteske, alberne Sammlung angeht, deine Belohnung dafür ist. Mal sehen. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, so grausam kann das Schicksal nicht sein. Na schön, nimm ihn einfach. Nimm den verdammten Holzdruck. Geh zurück zu diesem plappernden Narren. Nimm. Nimm einfach alles, was du willst und geh mir aus den Augen. Juhu. Noch was? Oh, guck. Die Sachen habe ich auch schon. Oh, man kann sich Belohnung abholen. Wie aufregend. Du hast angefangen, eine neue Müllsorte zu sammeln. Diesmal sind es Fische. Sie riechen schlecht und sind schrecklich hässlich. Aber du kannst es dir trotzdem nicht verkneifen, sie alle zu fangen, richtig? Zu meinem Glück wirst du diese Sammlung vermutlich nicht vervollständigen können. Es sind eben die schlüpfrige kleine Miststücke. Naja, mal abwarten, ne? Da kann ich noch nichts. Oh. Nächste Belohnung, Diamant. Kann ich die auch schon holen? Nee. Ah. Tatsächlich, der Diamant fehlt mir noch.
Zerbrochene, glänzende Steine. Was für eine Freude. Nun, du hast einen langen Tag vor dir. Hör zu, lass dich nicht von mir aufhalten, Seelenfährfrau. Du hast jetzt zwei Aufgaben, Edelsteine und Seelen zu finden. Übrigens, von wem stammt überhaupt eine so lächerliche Bezeichnung wie Seelenfährfrau? Das klingt einfach nur schrecklich und geht einem nicht so leicht über die Lippen wie mein Name. Susan. Suzanne. Susan, die Sammlerin. Ja, da sagst du was. So, das. Das kann ich noch. Nee, kann ich nicht. Ah, auch nicht. Boah, was? So viele Sachen gibt. Na, mein lieber Scholli. Da habe ich ja noch was vor mir, nicht? Na gut. Nochmal reden? Was möchtest du? Sag schon. Ich glaube, ich bin wunschlos glücklich. So, gibt es hier noch was zu holen? Sieht nicht so aus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.